Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Avatar in der Extended Blu-ray Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Avatar in der Extended Blu-ray Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, so sieht das aus, die Extended Blu-ray Collector's Edition zum Film Avatar, James Camerons Avatar. Wir haben hier oben das Blu-ray-Logo, dann lesen wir hier eben James Camerons Avatar. Das Ganze ist mit einem FSK 12-Sticker versehen und dann haben wir hier die Hand und diverse Tiere, die hier fliegen und die hier auch scheinbar Licht reflektieren. Also hier so im Licht Regenbogenfarben annehmen, wunderbar. So, auf den Seiten lesen wir auch nochmal James Camerons Avatar. Hier ebenso. Und auf der Rückseite haben wir den Text. Kehre zurück in die spektakuläre Welt von James Camerons Avatar mit der Extended Collector's Edition. Drei Fassungen des Films und ein nie dagewesener Blick hinter die Kulissen des größten Abenteuers aller Zeiten garantieren ein beispielloses Erlebnis. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier ein Pappschuber. Der lässt sich abziehen. Und dann kommt hier die eigentliche Box zum Vorschein. Die sieht so aus. Auch hier lesen wir unten rechts wieder Avatar und Full HD 1080p. Hier auch nochmal beschriftet. Oben schwarz, unten schwarz. Und auf der Rückseite erfahren wir, was wir hier alles haben. Also, Aufbruch nach Pandora. Inhalt Extended Collector's Edition. Original Kinofassung aus dem Jahr 2009, die erweiterte Kinofassung 2010 mit zusätzlichen 8 Minuten und der Extended Collector's Cut mit 16 Minuten und umfangreiches Bonusmaterial. So, dann haben wir hier noch die Infos, die technischen Details und dann schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier ein Buch, die Entstehung von James Camerons Avatar und natürlich die Blu-ray Edition. Wir starten mit der Blu-ray, die sieht so aus, auch hier wieder FSK 12 auf der Seite und auf der Rückseite ein Gesicht. Ich sehe dich, dann schauen wir mal rein. So, auf der linken Seite haben wir kein Booklet, aber wir haben was Besonderes und zwar haben wir hier so ein Dia, ein Foto von Avatar. So sieht das aus. Das ist die Rückseite. Ja, und das kommt hier noch so in Folie verpackt. Aber ich werde das jetzt nicht rausnehmen, kann man auch so wunderbar erkennen, als einfach so ein Fotostreifen. Dann zur Blu-ray. Packen wir den Fotostreifen gleich wieder rein, aber erst schauen wir uns das noch an. Okay, also hier haben wir Landschaft im Hintergrund. Und dann haben wir die einzelnen Editionen. Und zwar ist das hier die Disc 2. Also das ist dann Nummer 2, okay, Blu-ray natürlich. Dann auf der Rückseite haben wir die zwei weiteren Discs, einmal Disc 1, die sieht so aus und dann Nummer 3 natürlich auch noch. Und wie wir ja vorhin gelesen haben, ist das alles jeweils eine andere Fassung, eine andere Version. Also alle drei Varianten, einmal die reguläre, dann einmal die mit zusätzlichen 8 Minuten und dann einmal die mit den zusätzlichen 16 Minuten. Und dann haben wir hier noch dieses Artbook, die Entstehung von Avatar. So sieht das aus, ein kleines Büchlein. Sieh dir die Welt an, aus der wir kommen. So, was lesen wir hier? Mit fast 15 Jahren in der Produktion hat James Camerons episches Fantasy-Abenteuer Avatar das Filmemachen verändert. Cameron hatte die Idee zu Avatar lange bevor überhaupt die Technologie existierte, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Am Ende sehen zahlreiche Innovationen, unter anderem die sogenannte Performance Capture Technik, mit der die Bewegungen und Gesichtsausdrücke der Schauspieler in digitale Bilder umgewandelt werden. Die Entstehung von James Camerons Avatar behandelt viele der wichtigsten Szenen und verbindet Szenenbilder mit der ursprünglichen Konzeptkunst sowie Produktionsaufnahmen. Das Buch offenbart die erstaunliche Reise des Films vom Konzept bis auf die Kinoleinwand, schon für sich genommen eine epische Geschichte und Beleg für die Macht der Fantasie. Okay,
So, so sieht das hier innen aus. Hier haben wir auch nochmal einen Text. Also hier ist ein Einleitungstext, wie das Ganze begonnen hat. Und natürlich jede Menge Fotos so hinter den Kulissen, wie das hier entstanden ist, wie es hier am Set so ausgesehen hat. All das kann man hier sehen. Jawohl. Und natürlich auch immer mit Text begleitet, dass man hier aufgeklärt wird, was man hier sieht oder was hier gerade gemacht wurde. So, also ohne Ende Fotos hier, immer so collagemäßig angeordnet. So sieht das aus. Es ist nicht allzu dick, das Artbook, deswegen habe ich mich hier entschieden, es einmal komplett mit euch gemeinsam durchzublättern, damit ihr das hier auch mal sehen könnt. So. Gut. Und das war's soweit. Die letzte Seite. Nein, die vorletzte. Das ist die letzte. Okay. Jawohl. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Collector's Edition befindet. Einmal dieses eben gezeigte Artbook hier, die Entstehung von Avatar. Dann haben wir die Blu-ray Edition mit insgesamt 3 Blu-ray Discs drinnen. Einmal die reguläre Version, einmal die mit zusätzlichen 8 Minuten und einmal dieser Extended Cut mit 16 Minuten. Das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser Collector's Edition, James Camerons Avatar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr Avatar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.